Dann rufe ich auf den nächsten Punkt Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Die Kollegen der LINKEN möchten zwei Petitionen gesondert abstimmen. Ich rufe zuerst auf 1425 aus 19. Der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte um das Handzeichen. CDU, SPD, GRÜNE, FDP dagegen. Keine Enthaltung. DIE LINKE einstimmig beschlossen. 1615 aus 19. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP dagegen. SPD und DIE LINKE damit auch beschlossen. Dann die übrigen Drucksache 19-2577. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Alle. Dann ist ja gut. Einstimmig. So. Dann ist der Punkt auch erledigt. Jetzt haben wir noch ein paar Beschlussempfehlungen. Abstimmungsverhalten von Frau Öztürk. Ja, die Frau Öztürk hat auch zugestimmt, oder? Ja, ja. Schon klar. Ich habe es ja jetzt gesehen. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Beschlussempfehlungen. 46. Beschlussempfehlung des Ältestenrats zum Entschließungsantrag Fraktion CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Vertrauen in das Amt des Landtagsvizepräsidenten. Die Berichterstattung wird verzichtet, wie auch bei den nachfolgenden Beschlussempfehlungen. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP dagegen. Und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Beschlussempfehlung so beschlossen. 47. Beschlussempfehlung, Bericht des Haushaltsausschusses zum Antragspräsidenten des Rechnungshofs betreffend Rechnung mit dem Haushalt des Hessischen Rechnungshofs. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Was mit der SPD? Alle. Das ganze Haus dafür. Einstimmig. Ja, ihr Leute, ihr müsst schon alle. 63. Beschlussempfehlung, Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses zum Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Schulen in Hessen profitieren zum Schuljahresbeginn 2015/16 und so weiter und so fort. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN dagegen. SPD, FDP, LINKE damit so beschlossen. Und die Frau Öztürk? War dagegen. Dann haben wir 64. Beschlussempfehlung, Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses. Antrag der Fraktion der SPD, Bremen Hessen wieder nach vorne bringen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. So beschlossen. 65. Beschlussempfehlung, Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses zum Antrag der Fraktion der FDP betreffend Schuljahr beginnt mit der Öffnung des Steinbruchs, Gymnasial und so weiter und so fort. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? FDP und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD und die Frau Öztürk. Damit so beschlossen. 66. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und so weiter zum Antrag der Fraktion der SPD betreffend Hessen braucht mehr Wohnungen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 67. Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. so zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Milchkrise bedroht die Landwirtschaft. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. Dann ist 68. Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. so zum Dringlichen Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend bäuerliche Milchviehhaltung in Hessen sichern. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN dagegen? Überhaupt keine Enthaltung. Übrige Haus somit einstimmig beschlossen. 69. Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. so zum Antrag der FDP betreffend Änderung der Jagdverordnung in Hessen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? FDP. Wer enthält sich? SPD. So beschlossen. 70. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. betreffend keine Änderung der bestehenden Jagdzeitenregelung. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? SPD und FDP. So beschlossen. 71. Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. zum Dringlichen Antrag betreffend Jagd in Hessen im Ausgleich der Interessen gestalten. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD. Wer enthält sich? FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 72.
Schlussempfehlung Bericht des Sozialen und Integrationspolitischen Ausschusses, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen, SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 73, Beschlussempfehlung Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, Dringlichkeitsantrag der Fraktionen SPD und DIE LINKE, Überstellung von Asylsuchenden usw. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 74, Beschlussempfehlung Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Flüchtlinge in Deutschland aber gut aufnehmen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN dagegen. SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 75, Beschlussempfehlung Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses, Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend humanitäre Herausforderungen in Hessen gerecht werden. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Die SPD und die Frau Öztürk. Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. Damit so beschlossen. Und 76, Beschlussempfehlung Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Menschen in solidarischer Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Damit ist dies auch beschlossen. Das waren die Beschlussempfehlungen. Meine Damen und Herren, Sie sind bitte, wir sind am Ende der Tagesordnung. Es hat Ihnen heute so gut gefallen. Deshalb treffen wir uns morgen früh um 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen. Muss ich das mal hier abschreiben?